ya. 3, 2, 1, West Chef, same it, kaboom. Einen wunderschönen guten Morgen, willkommen zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Das ist der One and Only Wesley Thompson. Heute ist der 1. September, aber ein ganz besonderer 1. September. Denn zuallererst beginnt heute meine Challenge, für die meisten, die sie nicht kennen, die Safetember Challenge, wo ich die beste Version von mir selber sein werde. Ich habe 70 Euro für den ganzen Monat und es gibt jede Menge Regeln, wenn ihr die sehen wollt. Ich habe auf Instagram und auf TikTok Videos dazu, könnt ihr euch gerne angucken. Ansonsten, heute ist der Beginn der Icon League und da werden wir heute hingehen. Ich koche gerade vor, hier in allem drumherum. Wir wollen ja clean aussehen heute. Und dann würde ich sagen, nehmt euch mit natürlich. Deswegen lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns, wenn wir unterwegs sind. Peace. Johnny immer noch nicht gefunden, by the way. Deswegen, ich warte jetzt auf Johnny. Und dann mal gucken, wo wir hingehen. Ich versuche mich irgendwie noch in den Creator-Bereich zu drücken. Ich habe keinen Bock alleine zu sein, ganz ehrlich. So Leute, wir sind jetzt da. Ich bin niemand weniger als meinen Winkel-Experten, Johnny. Was geht ab? Ich bin bei euch. Was geht ab, Leute? Heute sind wir mit den E-Sports. Ich bin bei der Icon League. So sieht's hier aus. So, nochmal den Tag am Start. Du denkst, du kannst hier mithalten? Oh, weiß ich nicht. Also, wenn ich mich mitmache, mache ich im Lockdown. Ja? Sag mal, also, Qualität hier ist schon sehr gut, bin ich ehrlich. Wir haben ja gestern trainiert, Qualität ist schon krass. Also, vor allem, wenn du so mit so Profis spielst und du merkst das schon hart. Aber in der Regel kann man eigentlich schon einfach so, man kann schon mithalten. So Leute, wir haben Zuwachs bekommen, die Gruppe ist größer geworden. Wir sind nämlich mit meinem Broski, Yassin. Heute Chef muss man telefonieren und Fabian ist auch am Start. Genau. Wir werden uns alle gemeinsam das hier angucken. Ich bin euch ehrlich, ich bin wirklich gespannt, wie die Teams abschneiden werden. Ich bin auf mein Team gespannt. Da ich nicht im Kader bin, muss ich gucken, wie die sein werden. Aber ich gehe gleich mal runter zu denen. Nummer 10 hinsetzen. Das stimmt nicht. Two Stripes gewinnt das heute. Guck einfach. Aber eigentlich kann dein Team gewinnen und weiter, weil ich bin nicht gegeneinander. Ich tippe auf Roku Siegel. Ja, Bruder. Mein Kollege spielt da. Ich muss ihn supporten. Der Clint Williams. Ah, man kennt ihn doch. Entschuldige. Jetzt. Man kennt ihn. Was geht, Bro? Kollege, mein Freund. Alles gut bei dir? Guck, du hast immer schon. Sorry. Was ist los? Salat, gut. Salat, wichtig. In life, people say, don't be greedy. Hey, how greedy? Der war wirklich eiwurfig. Genau, schwitzt alles. Der Mann denkt wirklich, der ist Picasso oder so. Ne? Guckt euch an, wie konzentriert der ist. Oder? Der Mann denkt wirklich.
Bro, I'm a dicker. Kingsley. Der Mann ist so konzentriert. Hunger, ne? Hunger, ne? Hungrig, gell? Guten Appetit, danke, immer. Genieß, Bruder, genieß, Bruder. Ist for free. Genieß. Appell für dich. Ja? Journalisten haben im Auftrag meiner Zeitung des Kicker diese Wahl durchgeführt. Der Toni Kroos hat mit 40 Stimmen Vorsprung vor Florian Wirtz. Toni, ich hoffe, du hast noch Platz. So, das ist Game 1, let's go! Zieh mal! Oh mein Gott! Was sagen wir zu der Performance von deinem Team? Schwach, ja. Ich muss ehrlich sagen, erstes Spiel. Greasys Team ist schon sehr enttäuscht, bin ich euch wirklich ehrlich. Lucianos Team smoked die gerade ganz, ganz dumm. Es steht 4-0 gerade. Wenn Greasys Team wäre, würde ich Yasin einwechseln, weil das eine wichtige Einwechslung. Ansonsten, erstes Spiel so auf den Arsch bekommen, ist schon hart. Die Hälfte der Mannschaft findet es einfach gar nicht. Steht gerade 6-1 im Team Luciano. Und das ist der Bürger am Down. Johnny, was sagst du zum ersten Spiel? Ey, einer hat gerade ein Bein bekommen. Ich sag euch, wenn ich nächstes Spiel dann springe, ein Bein bekomme, der wird im Replay auf großem Bildschirm gezeigt. GG ist vorbei. Crazy. Gerade Anfang zum Vlog. Auf jeden Fall, Leute, das erste Spiel ist gerade vorbei. Wie habt ihr gesehen, die wurden gesmoked. Und jetzt suchen wir eigentlich gerade, wie wir an Tickets kommen, um Dings zu kommen. Ja, ja, Frau, warum hältst du? Nein, nicht du. Ich weiß, wie du meinst. Deswegen sage ich ja, warum hältst du? Ich frag nur, wie Bro geschafft hat. Vielleicht hat er einen guten Charakter. Bro, der hat Money, Bro. Das muss ich immer. Nicht alle Frauen ziehen nur auf Geld. Ja, hab ich das gesagt? Wo ist Yasin? Wo ist Yasin? Es geht. Auf jeden Fall gehen wir zum nächsten Spiel. Wir wollten eigentlich gerade Karten holen, damit wir überall hin können. Nein, never give up. Wir holen uns die Karten. Ja, holen wir auch noch. Aber ich weiß nur nicht, wo, ehrlich zu sein. Doch, ich weiß wo. Ja? Infocenter. Ja? Links, rechts, geradeaus. Also, daran bist du erstmal mehr. Junior, wie gefällt dir die Icon League bisher? Also ich muss sagen, ich bin schon geschockt von Lucianos Team. Die sind wirklich loco. Also er hat sie gebrieft mit, ihr kriegt Loco-Chicken kostenlos, ihr kriegt Loco-Eistee kostenlos, alles kostenlos auf meinen Nacken für ein ganzes Jahr. Weil sie haben gespielt, es sind viel mehr als um 300.000. Also war wirklich. Also als ob 300.000 nicht schon genug Anlass war, haben die noch mehr Gas gegeben. Ja, wir haben mehr Gas gegeben. 100%. Ich muss leider sagen, Ashraf und Greasys Team. Ich weiß nicht, was ich hier gemacht habe. Irgendwie das Team von denen sieht aus wie so alte Mannschaft, nur alte Herren, Alter. Auch der Name. FC Motor 9. Hier ist auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Hier geht Schlagabtausch. Okay, was war jetzt? Ich kenne den sogar. Viel passiert, so viel, guckt euch das an. Was ein Tor, Junge. Yves, was machen wir jetzt? What are we doing? Was machen wir jetzt? Ein bisschen rumlaufen, ja, Beine lockern und so. Echt? Ist das Einzige, was du vorhast? Ja. Cool.
Es wird ein bisschen gucken, wie das hier so alles aufgebaut ist und so, wer hier so rumläuft. Also heute die 1, wirklich. Ich sag euch ehrlich, die Trikots von der 11 Team sind wirklich geil geworden. Ey, ich bin ehrlich. Bisher wahrscheinlich die besten, die ich gesehen habe. Nicht mal die von irgendwelchen Teams auf dem Platz. I'm a keep it a Bock. Wesley, Hayes. Hayes, Wesley. Ich bin Yves NKM, ihr wisst Bescheid. Du bist überall gleich. Gerne vorbeikommen. Ich will einmal so sein wie Yves. Ja. Ich krieg's ja auch noch. Ja, der ist aber oben. Der reagiert immer auf die Sattelspalte. Ja, Mann, genau. Von Johnny. Ja, nochmal. Dankeschön. Ich bin einfach Kameramann geworden, crazy. Nice, Guts. Yves, auf einer Skala von 1 bis 10, was würdest du sagen, wie viel Liebe kriegen wir hier geschenkt? Boah, 10, ja. Schon, ne? Vielen Dank, Banane. Was ist nicht selbstverständlich? Die haben uns hier hingebracht, deswegen danke an alle. That's real. Alles gut? Muss. Geil! Was soll ich gerade sagen? So Leute, wir haben jetzt die Karten bekommen für den Innenbereich. Ich bin mit Dustin und Yassin. Und wir checken jetzt mal die Lage ab, was da unten abgeht. Weil jetzt können wir endlich mal zu dem Bereich, wo die ganzen Spieler sind und so. Ja, manche. Zum Aufsetzen. Jetzt kümmern wir uns mal um die Wirklichkeit. Also Leute, wir sind jetzt hier, gehen jetzt auf den Platz. Mein Team spielt zwar gerade, aber wir drehen gerade unsere Runden. Ich muss sagen, wir haben echt helle viel Liebe bekommen, auch von Leuten, die mehr Reichweite haben als ich, muss ich sagen. Das war crazy. Aber im Großen und Ganzen ist cool, Mann. Oder was sagst du dazu? Bitte? Was sagst du, wie findest du es bisher? Ja, Hammer. Also super geiles Event, was sie hier auf die Beine gestellt haben. Und auch großes Dankeschön an 11 Team Sports für die Möglichkeit, hier auch mal hinter die Einblicke zu schauen. Facts. Deswegen W11 Teams was in den Chat. Ehrlich, bisher, das Event ist ein richtiger Erfolg. Wir haben viel Liebe bekommen. Wir haben viele Goats getroffen. Wir haben Toni Kroos getroffen. Wir haben Pizarro getroffen. Wir haben helle Liebe bekommen. Wir haben einige Youngstars getroffen. Also es war schon sehr nice bisher. Oder Johnny, was sagst du? Warum? Weil Wesley hat mich gesehen. Guck mal. Die sagen, sind der doch Wesley. Der sagt, ich bin... Warte, guck mal, warte. Hör zu. Warte. Hast du gesagt, wie das Event ist? Ja, das Event ist mega, also wirklich ein Event, aber Wesley hat mich... Bruder, für mich ist 10-10. Guck mal, ich erkläre jetzt die Situation, okay? Einer hat ein Gewinnspiel gewonnen und ich sollte den mitnehmen und ihm eine gute Zeit zeigen. Pause. Auf jeden Fall, wir müssen die Treppen runter. Auf jeden Fall, ich sollte dem ein bisschen runden nehmen. Wow, pause. Das hört sich auch crazy an. Auf jeden Fall. Guck mal, was ist los mit dir? Auf jeden Fall, lass die Story erzählen. Ich erzähle euch jetzt die Story, okay? Ich sollte einen Typen, der bei 11 Teams ein Gewinnspiel gewonnen hat, mitnehmen und dem ein bisschen so rumzeigen, damit er eine gute Zeit hat. So, okay? Pause. Auf jeden Fall, dann... Ich habe ein Bild mit Kroos gemacht, er wollte auch ein Bild mit Kroos. Kroos sagt eine Sekunde. Und Bro hat die ganze Zeit gewartet. Und ich sage euch ehrlich, low-key, ich habe gerade gemerkt, wir waren eine Stunde unterwegs. Wir haben wirklich gestretched, okay? Gebe ich zu. Aber dieser Typ heult mich vorher, der war mit mir unten. Ja, warum heulst du? Nein, warst du nicht? Also soll ich jetzt Content zeigen, wie du neben mir standest? Ich war nur kurz mit dir, aber davor warst du noch länger. Ja, Bruder, aber du hättest in der Zeit auch was machen können, oder nicht? Okay, ist egal, Bruder. Ich muss nicht so sein wie du, Mann. Wie jeder ich? Kommt zu dir und will ein Bild mit dir machen. Nein. Ich will nicht so sein wie du. Alles klar? Guck, ja, klar. Siehst du? Wenn ich groß bin, willst du sein wie du. Ist doch mal warm, ne? Aber machen wir ein Foto. Ich will echt so sein wie der, Mann. Ja, klar. Mann. Mach du von mir.
geil. Spaß. Guck mal, Johnny, guck mal, der war doch nicht so gut. Hier sind 80% Männer drin und die schreien natürlich Zugabe, diese hungrigen Hunde. Oder 10 Sekunden gespielt, Tor. Steht gerade zur Halbzeit 6-2 für das Team von Benny gegen Sydney. Ich muss aber sagen, ich blende euch jetzt den Clip ein. Sydney hat ein geisteskrankes Tor gemacht, Rabona. Aber die werden gerade gesmoked. Steht 6-2. GG. Ein Klassener von Sydney. Fokus Eagle wurden gerade 9-2 vom Platz gesehen. God damn. 9-2 in 24 Minuten ist crazy. Ey, Sydney, falls du Spieler brauchst, ich hab dir gerade eben gesagt, komm allein, man. Ja, das war tough. Ich will das jetzt hier, und die machen eine Basketball-Challenge. Die Frau, die hier dabei ist, kann 1500 Euro gewinnen, wenn sie 6 Würfe reinmacht. Ich bin wirklich gespannt. Wenn sie 6 Würfe reinmacht, kriegt die 1500 Euro. Ich gönne ihr. Also Leute, wir fahren jetzt nach Hause. Das Event war nice, muss ich ehrlich sagen. Hat Bock gemacht, vor allem mit den Jungs. Hi. Ja, W Eli, W Icon League, W Toni Kroos. War cool. Wir sehen uns am nächsten Spieltag, wenn ich selber spiele. Bye.